Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ihr seht es, ich bin heute mal nicht im Büro, sondern ein bisschen in der Natur unterwegs. Darf man ja auch mal machen. Es ist gerade immer noch Ostern, also es ist Montag, Ostermontag. Und ich will heute mit euch über ein Thema reden, über das viel geredet wird auf YouTube, über das viel empfohlen wird auf YouTube. Und ich dachte mir, ich sage einfach mal meine Meinung dazu. Und zwar geht es heute um das Thema Geld. Und ja, der 22-Jährige, der es nicht geschafft hat, sein Studium fertig zu machen und jetzt irgendwie online versucht, ein bisschen Geld zu verdienen, will euch jetzt was über das Geld erzählen? Nee, so wird's nicht. Das Video soll heute so ablaufen, dass ich einfach euch mal meine Meinung zum Thema Geld wiedergebe. Also das soll keine Anleitung sein, kein Ratschlag, kein gar nichts, sondern einfach meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Also auch wie ich mein Geld ausgebe und warum ich mein Geld so ausgebe, wie ich es ausgebe. Wie gesagt, ich sag's noch dreimal, es ist kein Ratgeber, kein gar nichts, sondern einfach meine subjektive Meinung, die ich mir gebildet habe. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mehrwert schenken kann, weil es liegen schon gewisse Prinzipien zugrunde, warum ich manche Dinge tue, wie ich sie tue. Und ja, ich möchte insbesondere darauf eingehen, dass ich in vielen Bereichen, glaube ich, weniger Geld ausgebe als andere Menschen und das auch aus gutem Grund. Also man muss meine Situation ja mal betrachten. Also ich bin relativ jung und habe ein Amazon-Geschäft und habe noch ein Beratungsgewerbe und möchte mir ein großes Unternehmen aufbauen. Und es ist nun mal so, dass man jetzt zwei verschiedene Varianten hat. Man wird über Amazon FBA, die Leute, die es kennen, die schon dabei sind oder die, die noch nicht dabei sind und bald anfangen, werden es dann mitbekommen. Man kann über Amazon FBA, wenn man das richtige Produkt findet, relativ schnell ganz gut Geld verdienen. So, und ich setze mich mal kurz hin. Und jetzt gibt es zwei Varianten, was man mit dem Geld macht. Entweder man lebt sehr, sehr sparsam und versucht es wieder zu reinvestieren in sein Unternehmen und was wirklich Großes aufzubauen, oder man unterliegt der Versuchung, sich mit diesem Geld dann gewisse Dinge zu kaufen. Und es ist sehr, sehr menschlich, dass wir unsere Sachen, die wir kaufen, unseren Lebensstandard an das anpassen, was wir verdienen. Also das sieht man eigentlich bei jeder Person. Also erst ist man in der Schule, dann macht man seine Ausbildung, dann holt man sich vielleicht das erste Auto beispielsweise, weil man jetzt sein erstes eigenes Geld verdient. Dann irgendwann ist man mit der Ausbildung fertig, dann gibt es wieder einen Gehaltssprung, dann holt man sich eine schöne Wohnung, keine Ahnung, dann holt man sich einen schönen Fernseher, finanziert sich dann irgendwann das Haus, die eigene Immobilie und so weiter. Das ist irgendwie so der natürliche Lauf der Dinge, dass man einfach seinen Lebensstandard an das anpasst, was man verdient. Und ich persönlich bin aber der Meinung, dass wenn man gerade bei Amazon FBA was Großes aufbauen möchte, dass man dann in der Lage sein muss, krass zu verzichten. Also gerade bei den Sachen Auto, Wohnung, irgendwelche Luxusgegenstände, irgendwelche Sachen, die man sich nicht leisten kann und dann finanzieren muss. Und da habe ich eigentlich eine ziemlich radikale Einstellung, würde ich sagen, denn ich gebe in vielen Bereichen echt sehr wenig Geld aus, wo andere Leute sehr viel für ausgeben. Ich habe tatsächlich mal auf meinem Handy ein bisschen was zusammengeschrieben, welche Bereiche ich da konkret meine. Übrigens ganz kurz zwischendurch, das Ziel des Videos soll jetzt nicht sein, dass ich euch irgendwie sage, was für ein super Sparprofi ich bin. Und wie gesagt, es ist immer noch kein Ratgeber, sondern es ist einfach so, wie ich das Thema für mich angehe, wie ich denke, wie es am sinnvollsten ist, um langfristig meine Ziele zu erreichen, die ich nun mal habe. So, und zwar eine ganz große Sache bei mir ist, ich fahre zum Beispiel kein Auto. Also ich hatte ein Auto tatsächlich in meinem Studium, das habe ich damals geschenkt bekommen von meiner Oma damals, weil sie es nicht mehr gebraucht hat. Und das habe ich dann gefahren, habe es irgendwann zerschossen und seitdem habe ich kein Auto mehr. Und ich habe gemerkt, dass man in Würzburg sehr gut rumkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad. Ich fahre super viel mit dem Fahrrad und das ist alles cool. Das reicht für mich komplett aus. Ich weiß, es gibt viele Leute da draußen, die auf ein Auto angewiesen sind, die irgendwie draußen auf dem Dorf wohnen, in die Stadt fahren müssen zum Arbeiten und so, kann ich komplett nachvollziehen. Was ich weniger nachvollziehen kann, ist, wenn man sich einfach nur ein Auto kauft, weil sich jeder ein Auto kauft. Also es ist wieder so ein Stück weit natürlich, dass man so einem Gruppenzwang unterliegt und man möchte irgendwie dazugehören. Und das gibt es bei vielen Sachen, das gibt es nicht nur beim Auto. Aber für mich persönlich würde es einfach gerade keinen Sinn ergeben, auch wenn es cool wäre. Ja, ich liebe Autos, also mein Herz schlägt für Autos. Ja, wenn ihr wüsstet, wie viele YouTube-Videos ich über Autos schaue und Instagram-Seiten geliked habe. Und ich liebe wirklich Autos und ich kann es nicht erwarten, eigentlich mir ein neues Auto zu kaufen. Aber ich weiß, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde, wären das wieder monatlich Kosten, die ich habe, die ich wieder nicht in
mein Geschäft stecken kann, um das aufzubauen, was ich haben möchte, um auf mein Ziel hinzuarbeiten, was ich mal erreichen möchte. Und ich habe das versucht, mal so ein bisschen runterzubrechen, wie viel mir das im Monat spart, dass ich kein Auto fahre. Ich habe jetzt mal überlegt, okay, ich würde wahrscheinlich nicht viel mehr als 1000 Kilometer fahren im Monat. Und wenn man jetzt bedenkt, ein Auto, keine Ahnung, 6 Liter auf 100 Kilometer, das wären dann 60 Liter Sprit. Bei 1,50 Spritpreis, ja, so ungefähr 90 Euro. Kfz-Steuer kann man fast vernachlässigen, sind vielleicht 10 Euro im Monat. Und Versicherung, ich bin noch ein relativ junger Fahrer, weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 und 100 Euro. Sagen wir mal 50 Euro, dann wären wir da in Summe bei 150 Euro an laufenden Kosten, die ich einfach nicht habe, weil ich kein Auto habe. Und das ist cool, weil das sind wieder 150 Euro, die ich reinvestieren kann in YouTube, in mein Amazon FBA-Business, in mein Beratungsgewerbe, in alles, was ich so habe. Plus, da ist noch nicht mit eingerechnet, dass es ja auch was kostet, das Auto zu finanzieren, zu leasen oder zu kaufen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen abseits des Wanderweges laufen. Das ist ein richtiges Abenteuer, was wir hier gemeinsam machen. Das war's zu Punkt Nummer 1. Das heißt, das sind 150 Euro, die ich einfach im Monat mehr habe. Punkt Nummer 2 ist, ich wohne sehr, sehr günstig in Würzburg. Also ich bin aktuell noch als Studierender eingeschrieben. Das ist übrigens echt eine der intelligentesten Sachen, die man machen kann, sich einfach als Student einzuschreiben. Und man hat so viele krasse Vorteile, das ist heftig. Unter anderem kann man in einem Studentenwohnheim wohnen, was ich mache. Und da zahle ich 240 Euro im Monat an Warmmiete. Aber nicht nur klassische Warmmiete, sondern mit Internet und mit Strom. So, wenn ich mir jetzt was Vergleichbares holen würde, also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin zu fancy für Studentenwohnheim oder so und ziehe mir jetzt irgendwie eine Einzimmerwohnung, einfach nur eine vergleichbare, gleiche Quadratmeteranzahl mit Balkon, dann würde ich wahrscheinlich mal mindestens 400 Euro warm zahlen und diesmal Warmmiete ohne Strom und Internet, sagen wir mal Internet noch 30 Euro, Strom noch mal 20 Euro. Alter, ich bin hier gerade richtig am Wandern, meine Güte. Dann wären wir in Summe bei 450 Euro im Vergleich zu 240, die ich gerade zahle. Und das wäre einfach nur, wenn ich mir was Gleichwertiges holen würde, was nicht Studentenwohnheim ist. Und das sind 210 Euro mehr, die ich, beziehungsweise weniger, die ich gerade zahle. Und dementsprechend kann ich die auch wieder nehmen, um sie in mein Geschäft zu stecken. Und ich finde, das ist irgendwie intelligent. Ich weiß nicht, ich tick irgendwie so. Und das war ja gerade nur der Vergleich, wenn ich mir einfach was Gleiches ziehen würde. Also, wenn ich jetzt aus dem Studentenwohnheim ausziehen würde, kann es natürlich auch passieren, dass man sich eine Zweizimmerwohnung holt, vielleicht mehr Quadratmeter, vielleicht noch irgendwelche anderen coolen Upgrades, wenn da ein schönes Bad drin ist, ein neues, modernes, dann kostet hier gleich nochmal dreimal so viel. Und dann kann es halt sein, dass es nicht nur 210 Euro mehr wären, die ich für die Wohnung zahlen würde, sondern vielleicht 300, 400 oder 500 Euro mehr. Und das ist dann halt wirklich wieder Geld, was man nicht in beispielsweise neue Produkte stecken kann, ins Beratungsgewerbe, in YouTube etc. Okay, ich musste übrigens gerade meinen Wanderpfad wechseln, weil der hat irgendwie ins Nichts geführt, beziehungsweise ins Gestrüpp. Muss ich gerade nochmal zurücklaufen. kommen wir zum dritten Punkt, den ich in diesem Video aufgreifen möchte, wie ich so zum Thema Geld stehe. Und zwar eine Sache, für die ich echt wenig Geld ausgebe, ist Essen. Also ich gehe super wenig auswärts essen. Weiß nicht, das ist irgendwie eine Sache, wo ich nicht so ganz den Sinn drin sehe, viel Geld auszugeben. Also ich bin auch in Bezug auf das ganze Thema Essen sehr einfach eingestellt. Also es ist für mich echt einfach nur Nahrungsaufnahme und ich mache ja relativ viel Sport und dann ist es halt so, okay, ich esse halt am Tag das, was dann meine Makro- und meine Mikronährstoffe abdeckt und dann ist es cool, ich esse ja auch kein Fleisch, dementsprechend kommt man da auch relativ günstig, also bei mir ist es echt ziemlich basic, also wenn ihr mal meine Mittag- oder Abendessen sehen würdet, dann ist es bei mir immer, ich koche mir Reis mit Gemüse, ich koche mir Nudeln mit Gemüse, Kartoffeln mit Gemüse, was weiß ich, jedes Meal kostet irgendwie unter 2 Euro und wenn ich jetzt aber öfter auswärts essen gehen würde, ich habe einige Freunde, die das echt oft machen, dann denke ich mir immer so, krass, das Geld kannst du doch irgendwie anders verwenden. Also, weiß nicht, wie gesagt, komplett subjektive Einstellung. Und ja, ich habe einfach mal so überlegt, wie viel kostet es auswärts zu essen mit Getränk. Klar, manchmal geht man nur irgendwie zum Asia-Imbiss oder so und zahlt da nur 4-5 Euro. Manchmal geht man ins Restaurant, Burger essen, weiß nicht, mit Getränk kostet dann 15, 20 Euro oder so, sagen wir mal 10 Euro im Schnitt. Wenn ich das 10-mal im Monat machen würde, was jeder dritte Tag wäre, was manche Leute tun, dann ja, hätte ich da auf einmal wieder 100 Euro mehr, die ich ausgeben würde, beziehungsweise 100 Euro, die ich gerade spare und wieder in mein Geschäft stecken kann. Genau. Okay, das waren so die drei größten Punkte, wo ich, glaube ich, mit am meisten Geld spare, was
ich einfach nicht ausgeben muss, also meiner Meinung nach. Wir waren beim Auto bei ungefähr 150 Euro in Summe, bei der Wohnung bei 210, beim Auswärtsessen bei 100. Das heißt, wenn wir das schon mal aufsummieren, sind wir bei 460 Euro, die ich gerade mehr ausgeben könnte, einfach nur, ja, weil ich in der Lage dazu wäre, es aber bewusst nicht tue. Ja, und die Message aus diesem Video soll eigentlich so ein Stück weit sein, dass ich persönlich denke, in meiner subjektiven Meinung, dass man sich auf jeden Fall Zeit lassen kann, Geld für dumme Sachen auszugeben. Also ich bin persönlich echt wenig fancy, also ich habe keine krassen, weiß nicht, Uhren oder so, ich habe keine krasse Technik daheim. Die Technik, die ich mir gekauft habe, war im Endeffekt eine Investition in meinen YouTube-Kanal. Also das teuerste, was ich glaube ich besitze, ist mein MacBook. Und danach kommt die Kamera, denke ich. Dann habe ich klar noch ein iPhone, aber wenn ihr euch das mal anschaut, seht ihr, dass da auch nicht mehr so viel zu retten ist, also Display komplett im Arsch. Könnte man sich jetzt ein neues kaufen, aber ich denke mir so, warum? Weißt du, das am besten noch im Vertrag irgendwie, wo ich monatlich 60, 70 Euro zahle oder so, denke ich mir, warum? Es funktioniert gerade. Ich meine, ich bin in der glücklichen Position, dass ich mir ein Geschäftsmodell aufbaue, wo ich nichts groß weiter brauche. Also man kann das natürlich nicht übertragen auf alle Bereiche, die es irgendwie unternehmerisch gibt. Aber bei Amazon FBA ist es halt so, dass ihr eigentlich nur einen Laptop braucht und das war's. Also eigentlich nicht mal. Eigentlich könntet ihr das komplette Business mit einem Handy aufbauen. Und mehr bräuchtet ihr erstmal nicht. Wenn ihr dann gescheit mit eurem Geld umgeht und das Geld einfach immer wieder reinvestiert, hättet ihr echt in der Theorie, klar ist es super umständlich, die Möglichkeit, es darüber aufzubauen. Also man braucht sehr wenig außenrum. Und mein Ziel ist es einfach, mich erst sehr sicher finanziell aufzustellen, bevor ich dann anfange, mir mal ein Auto zu kaufen, in eine größere Wohnung zu ziehen, mir mal eine schöne Uhr zu kaufen. Also ich will gar nicht sagen, dass ich mir das nie kaufen werde, weil ich habe gesagt, ich stehe mega auf Autos, ich stehe sehr auf schnelle Autos, ich stehe auf Uhren. Also ich werde sicherlich auch mal eine unvernünftige Summe für eine Uhr ausgeben, irgendwann, weiß ich noch nicht wann. Aber aktuell denke ich, wäre es einfach nicht intelligent. Und ich finde es unter dem Aspekt auch immer interessant, wie viele Leute auf Instagram sich porträtieren mit schnellen Autos und schönen Uhren beispielsweise, mit einer coolen Wohnung, die sie haben und so. Und dann überlege ich mir halt bei manchen Leuten, also manche Leute können sich das zweifelsohne leisten, aber bei vielen Leuten überlege ich mir dann halt auch, ob sie sich wirklich schon so gut leisten können, dieses Auto zu fahren, diese Uhr zu tragen oder in dieser Wohnung zu leben. Oder ob sie es quasi nur tun, um irgendwem ja was zu beweisen oder einfach cool auf Instagram dazustehen. Und ich möchte halt so ein Stück weit diesen Minimalismus verkörpern, auch auf dem Kanal, zumindest in der Anfangsphase. Ja, und das ist einfach so ein Stück weit meine Meinung zu dem ganzen Thema Geld, also wie ich aktuell dazu stehe. Ich meine, wir alle unterliegen einem gewissen Entwicklungsprozess, das heißt, es kann sein, dass ich in einem Jahr schon wieder ganz anders drüber denke, dass ich vielleicht in ein paar Monaten schon wieder ganz anders drüber denke, aber ich möchte ja auch so ein Stück weit einfach dokumentieren, was in meinem Kopf vorgeht, was allgemein in meinem Leben vorgeht mit diesem Kanal. Einfach, dass sich jemand in 3 Jahren das Ganze mal anschauen kann und gucken kann, okay, was hat der Tom denn so in den letzten Jahren getrieben. Und das soll es soweit gewesen sein. Also Fazit aus dem Video. Ich denke, man kann an vielen Ecken einfach intelligent Geld sparen, gerade wenn man dabei ist, sich was aufzubauen, gerade im Bereich E-Commerce, wo es einfach gewisse große Anfangsinvestitionen gibt, im Bereich Amazon FBA beispielsweise, wo man eben mal 2.000, 3.000, 4.000 Euro in die Hand nehmen muss, um Ware zu bestellen beispielsweise. Gerade da ist es sinnvoll, einfach Geld nicht dumm aus dem Fenster zu werfen. Und das soll die Message gewesen sein vom heutigen Video. Vielleicht ein bisschen durcheinander, aber ich dachte mir, ich nutze einfach mal die Zeit, die ich hier in der Natur bin, um ein kleines Video für euch zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.